Ja, guten Morgen zu diesem 3 um 8. Diesmal eine Ausgabe ein bisschen für Faule. Es geht nämlich um den Butler. Und wer hätte denn nicht gerne einen Butler, der die unangenehmen oder vor allem wiederkehrenden Aufgaben übernimmt? Ich glaube, das wünscht sich jeder von uns. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute mal 3 Fragen zum Trello-Butler. Das heißt, das ist so ein kleines Hänselmännchen innerhalb von Trello, das dir dabei helfen kann, gewisse Dinge zu automatisieren, damit du sie nicht mehr händisch machen musst. Ja, die 3 Fragen, die dazu kommen, ist, was ist das überhaupt und vor allem, was kostet er? Weil der Butler natürlich so viel mitbringt, dass ganz oft gefragt wird, naja, das kann ja nicht gratis sein. Dann, wie viele Automatisierungen kann man damit überhaupt machen? Und die 3. Frage, natürlich ein paar Beispiele, ob ich die herzeigen kann. Und das mache ich dann natürlich gerne. Was heißt dann, würde ich sagen, wir steigen gleich mal ein. Ich teile mal den Bildschirm und dann besprechen wir, was dieser Butler überhaupt ist und was der tut. So, das sehe ich gerade, das ist ein bisschen verrückt. Hier dieses Board. Der Trello Butler ist eine Erweiterung von Trello. Das heißt, Trello hat ja Basisfunktionen, die schon recht viele sind, ja, womit man schon sehr viel machen kann, auch in der Gratis-Version. Und dann gibt es sogenannte Power-Ups oder Extras, Erweiterungen, die man in einem Board eben dazugeben kann. In der Gratis-Version von Trello nur eines pro Board, in der Gold-Version sind es 3, kostet dann schon ein bisschen was. Und in der Business-Version sind es dann unendlich viele, unter Anführungszeichen, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich schätze, da gibt es auch irgendeine Limitierung. Was macht der Butler? Das ist im Prinzip ein kleines Programm, dann, wenn es installiert ist, ich zeige es euch dann gleich, oder aktiviert ist, das verschiedenste Dinge automatisiert macht, entweder vollautomatisch, das heißt, ihr braucht nichts mehr dazu tun, oder wenn ihr eine bestimmte Tätigkeit ausführt. Früher ging das nur entweder über If This Then That oder über Zapier. Das sind also 2 Dienste, die unterschiedliche Tools miteinander verknüpfen und sprechen lassen können. Und eben mit dem Trello Butler, das war eine eigene Entwicklung von Programmierern und die ist eben jetzt in Trello integriert worden. Erster Schritt, erste Frage, was ist das überhaupt, was kostet er? Habe ich, glaube ich, jetzt beantwortet, ohne vorher die Frage nochmal gesagt zu haben. Er kostet nichts Zusätzliches und ist in Trello integriert, ist eben eine Hilfe für die Automatisierung. Und da schließen wir gleich mal an, wie kommt ihr zu dem, auch wenn ihr einen gratis Trello-Account habt, und wenn ihr auf dem Board, wo ihr den Butler einsetzen wollt, eben noch kein anderes Power-Up aktiviert habt, weil in der Gratis-Version eben nur eines möglich ist. Ihr geht, egal um welches Power-Up es geht, hier ins Menü. So, da bin ich jetzt mit dem Bild im Weg. Und hier auf der ersten Menüebene findet ihr gleich die Power-Ups. Da suchen wir jetzt einfach den Butler. Da ist er schon und der wird diesem Board hinzugefügt. Ja, natürlich kommen immer wieder die Hinweise darauf, dass es eine Bezahlversion gibt, ist ganz klar. Ich bin jetzt extra in meinen Test-Account hineingegangen, der ein Gratis-Account ist, damit ich euch das hier live zeigen kann. So, zweite Frage, nee, bleiben wir noch bei der ersten. Was ist das, wie funktioniert das? Ganz kurz, wenn man da draufklickt auf den Butler, seht ihr, es gibt hier unterschiedliche Reiter. Das bedeutet, dass es unterschiedliche Gruppen von Automatisierungen gibt. Hier zum Beispiel die Card Buttons. Das heißt, das fügt im Kärtchen einen Button hinzu. Wenn man den anklickt, passiert halt dann irgendetwas. Ja, oder Due Date ist vielleicht auch interessant. Wenn ein bestimmtes Datum, also das Fälligkeitsdatum eines Kärtchens erreicht ist, passiert irgendetwas, was ihr natürlich vorher definiert haben müsst. Und die zweite Frage ist, wie viel Automatisierung kann ich damit überhaupt machen? Das ist nämlich durchaus beschränkt, auch in der Business-Version beschränkt. Und wenn ihr euch das näher anschauen wollt, wenn ihr den Butler schon im Einsatz habt, dann geht ihr hier oben auf die 3 Pünktchen. 3 Pünktchen sind immer gut, wenn man draufklickt. Und dann gibt es den Account, das heißt euren Account. Da steht auch, dass die Funktionalität limitiert ist, ist ganz klar. Und
Ihr dürft mit einem Gratis-Account 50 Kommandos laufen lassen und 500 Operations. Und das ist oft verwirrend. Was ist ein Command? Das bedeutet, Command ist zum Beispiel, verschiebe Kärtchen A von A nach B. Ein Command ist, setze das Due Date erledigt. Wiederhole das Kärtchen. Ja, also alles, jede Kommandozeile, die der Butler durchführen soll, ist ein Command. Und Operations sind dann, ist dann die Anzahl, wie viele dieser Commands werden ausgeführt. Ja, also wenn das nur 10 Kärtchen sind, die verschoben werden, dann sind es eben 10 Operations und nur ein Command, Kärtchen verschieben. Ja, ich glaube, so ist es halbwegs logisch. Ich zeige euch auch noch kurz, wie das ausschaut in der Business-Version, wie viel das da ist. So, gehen wir da auch in den Account hinein. Und da habe ich 1200 Commands und 5000 Operations. Es ist mir noch nicht passiert und ich verwendete Butler jetzt seit 2 Monaten, würde ich sagen. Es ist mir noch nicht passiert, dass ich die Meldung bekommen habe, darfst nicht mehr, hast zu viele Operations ausgeführt oder zu viele Commands. Also das kann man eben, in diesem Umfang kann man mit dem Butler arbeiten, sagen wir es lieber so. Dritte Frage, hast du ein paar Beispiele für mich? Ja, klar habe ich Beispiele. Wir gehen wieder in meinen Test-Account, damit ich es von vorne zeigen kann. So. Machen wir das wieder zu. Gehen in den Butler und nehmen zum Beispiel einmal an einen Cart-Button. Ja? Und bei jeder Programmierung muss man sagen, wenn A passiert, das ist der Trigger, das heißt der Auslöser, dann soll B gemacht werden. Ja, und das ist dann die Operation. Das heißt, wenn wir jetzt einen Button anlegen wollen, hier auf Create Button, und dann gibt es schon ein paar Vorschläge, ja, was halt am meisten genutzt wird. Und ich nehme jetzt gleich mal diesen Vorschlag, move the cart to the top of the list und Listname. Das heißt, verschiebe das Kärtchen auf den Anfang der Liste namens, wir nehmen jetzt erledigt. So, da zeigt er mir auch schon die Listen an. Okay, das lassen wir einfach einmal genau so. So, jetzt haben wir die Action haben wir ausgewählt. Buttonnamen müssen wir noch geben. Nennen wir es erledigt. Erledigt. Ja. So, dann soll das Kärtchen zumachen auch noch. Jetzt lasst er mich das nicht abspeichern. Super. Probieren wir mal ein Icon. Your command doesn't pump. Ah ja, genau. Ich muss die Action natürlich hinzufügen dem Ganzen. Ich habe es zwar da eingegeben, dass er auf die Erledigt-Liste verschieben soll, aber wenn man dann auf das Plus klickt, dann wandert diese Aktion nach oben und erst dann können wir abspeichern. So, mal abspeichern, machen wir das einmal zu und schauen uns an, wie das aussieht. Das ist das Kärtchen mit dem Namen 4. Jetzt habe ich hier einen neuen Button bei den Power-Ups und wenn ich da draufklicke, Abracadabra, was passiert? Habt ihr es gesehen? Das ist da hinüber gehupft auf die Erledigt-Liste. Ja? Das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr gerne verwende. Ich vergebe dann gleichzeitig einen Tag erledigt, verschiebe es auf die Erledigt-Liste. Das ist ein Button, der innerhalb eines Kärtchens funktioniert. Schauen wir uns vielleicht noch ein zweites Beispiel an. Und zwar, wenn es geht um das Due Date. Das heißt, das funktioniert natürlich nur mit Kärtchen, wo ein Fälligkeitsdatum gesetzt wurde. Und ich sage ja immer, so wenig Fälligkeitsdaten wie möglich in der To-Do-Liste, weil sonst alles rot und sonst schaut man gar nicht mehr rein in die To-Do-Liste. Darum liebe ich ja auch die 1-Minuten-To-Do-Liste nach Linenberger, weil es da keine Due-Dates gibt. Aber manchmal muss man einfach ein Fälligkeitsdatum setzen. Und ich möchte, egal wo in diesem Board das Kärtchen sich befindet, das heißt auf welcher Liste in diesem Board, möchte ich, dass wenn das Due Date erreicht ist, soll es auf die Heute-Liste, auf die Critical Now-Liste verschoben werden. Und das richten wir jetzt einfach einmal ein.
Aha, und da sehe ich schon die erste, da sehe ich schon eine weitere Beschränkung. Das heißt, in der Gratis-Version kann man das leider nicht machen. Schauen wir mal, ob Kalender möglich ist. Auch nicht. Rules. Ja, Board-Buttons. Okay, also ich sehe schon, es ist in der Gratis-Version, so genau habe ich mir das vorher noch gar nicht angeschaut, es ist in der Gratis-Version doch ziemlich eingeschränkt. Das heißt, wenn ihr mit dem Butler arbeiten möchtet und wirklich auch irgendwelche Due-Date-Funktionen haben möchtet, dann wäre es angebracht, auf Gold zumindest zu wechseln. Das kostet, glaube ich, 4,50 im Monat oder eben die Business Class, die kostet 99 oder 99 Dollar pro Monat. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Ich zeige es euch trotzdem noch in meinem Account drinnen. So, schauen wir mal. Due Date, da habe ich noch nichts eingerichtet, aber in anderen Boards habe ich schon eingerichtet. Wenn das Fälligkeitsdatum eben heute ist, an diesem Tag, verschiebe die Karte auf den Anfang der Liste Critical Now. Das ist natürlich in diesem Board, was ich euch jetzt gezeigt habe, in der Projektplanung sinnlos, weil da habe ich kein Critical Now, aber das läuft eben auf meinem To-Do-Listen-Board. Ja, also solche lustigen Dinge kann man da eben machen. Card-Button, was habe ich da drinnen? Habe ich auch gar nichts drinnen, das brauche ich einfach in dem Board Projektplanung nicht, deswegen habe ich es nicht drinnen. Ja, das ist sozusagen, nicht nur sozusagen, sondern das ist der Trello Butler. Ihr könnt euch vorstellen, dass da ganz, ganz viele Dinge gehen, die bisher händisch passiert sind. Und ich kenne das auch von meinen Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern. Am Anfang ist es total witzig, diese Kärtchen händisch zu verschieben. Und man ist stolz über jedes Häkchen, das man setzen kann und jede Checkliste, die man fertig bekommen hat. Aber irgendwann nimmt das Überhand, ja, und man ist nur mehr ein Kärtchen hin und her schieben. Und ich glaube, spätestens dann ist es an der Zeit, den Trello Butler einzusetzen. Wenn ihr sagt, nein, ich möchte in der Gratis-Version bleiben, dann würde ich zumindest vorschlagen, dass ihr euch ein paar Buttons hineinsetzt ins Kärtchen, damit Dinge ausgeführt werden, die ihr normalerweise eben händisch macht. Und das ist sicher auch schon ein ziemlicher Zeitgewinn. So, dann würde ich mal sagen, wir schauen, was sich da tut oder nicht tut auf den verschiedenen Kanälen, wo ich dieses Live-Video, geteilt habe, ob irgendwelche Kommentare kommen. Wenn ihr noch Fragen zum Butler habt, dann natürlich bitte jederzeit gerne hier unter dem Live-Video. Ansonsten noch ein kleiner Hinweis, nächste Woche Mittwoch um 16 Uhr ausnahmsweise. Normalerweise habe ich ja die Webinare immer um 11 am Vormittag, diesmal um 16 Uhr gibt es 12 Trello-Tipps oder Trello-Hacks für Einsteiger und Fortgeschrittene, um eben etwas effizienter zu arbeiten. Da wird der Trello Butler jetzt mal wahrscheinlich nicht dabei sein, sonst komme ich nicht durch. Aber da gibt es einige Tricks dazu. Anmelden könnt ihr euch unter abenteuerhomeoffice.at/Webinar Sommer 19 und ich stelle den Link natürlich dann unten in die Kommentare. Das ist ganz klar. So, und damit wünsche ich euch einen super duper Freitag, wie immer ein wunderschönes Wochenende. Nächste Woche bin ich nicht live, weil ich auf Kurzurlaub bin, aber in 14 Tagen geht es dann wieder weiter. Also bis dahin, alles Liebe, ciao!